Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Aus dem Hause Fanhome, ja, mit den nächsten Ausgaben 77 bis 81 geht es halt weiter. Und ja, wir werden die hinteren Karosserieteile verbauen und dann schauen wir mal, was wir noch anfangen. Ich glaube, dass wir sogar hinten mit der Aufbeute schon anfangen, wo die ganzen... oder wo der Mr. Fusion nachher draufkommt, die ganzen Kleinteile. Aber schauen wir es uns gleich mal im Detail an, ob es denn überhaupt schon da losgeht. Denn ich sehe es nämlich hier gerade in der Heftvorschau, dass da nämlich schon mal die Grundbaseplatte dabei ist. Ja, lasst doch gerne jedenfalls ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. So, in der Ausgabe 78 bekommen wir diese zwei Bauteile und zwei Schrauben AP. Das heißt also, wir werden ja nur dieses kleine Dekoteil einmal an das Karosserieteil anbringen. Und zwar wird es hier oben eingesetzt. So. Und dann einmal hier rückseitig mit zwei Stück AP befestigt. So, einmal da. Noch einmal. Okay. Dann haben wir den ersten Teil schon mal fertig. Kommen wir zum nächsten Beutel und da geht es hier direkt gleich an der Tür weiter. An dem hinteren Kotflügel. So, die ganzen Bauteile bekommen wir. Und dann müssen wir jetzt mal kurz durchgucken. Hier ist ein kleines Bauteil in der Tüte drin. Und ansonsten haben wir hier noch ja, Schrauben. Jede Menge. Gut, fangen wir an mit dem ersten Zierleistenteil. Und zwar ist das dieses hier. Das setzen wir einmal hier passenderweise ein. Mal schauen, in welche Richtung es drauf passt. Dass es hier vorne bündig abschließt. So, das schrauben wir mit AP einmal fest. So, danach geht es weiter mit diesem kurzen Zierleistenteil. Das kommt dann hier hinten rein. Wird ebenfalls mit AP befestigt. Und danach das rote Zierleistenstück. Genau, das kommt dann hier rein. Als direkte Verlängerung. Und zum Schluss das kleine Teil, was ich hier vorhin aus dem Beutel rausgeholt habe. Das muss dann noch da hinten rein. So. Und in genau der Reihenfolge schrauben wir das jetzt erstmal alles mit AP fest und machen zum Schluss noch mit einer AP die ja, erste Halterung hier. Das sind dann die Halterungen später für die Lichtschläuche. Genau, dasselbe Spiel, wir rollen dann noch 1, 2, 3, 4 Mal insgesamt. Die werden alle mit AP befestigt. Genau, dann noch das Teil einmal hier oben rein. Und dann haben wir es eigentlich schon fast und können dann im nächsten Schritt dann das ganze Teil, wenn alles verschraubt ist, dann an die Karosserie anbringen. So, die Lichtkabelhalterungen sind dann hier jetzt angebracht. Ihr müsst dann nur noch mal darauf achten, es hat vergessen zu sagen, dass die verschiedene Kennungsnummern im Untergrund eingeprägt haben. Und da müsst ihr der Anleitung nach entsprechend aufpassen. Also hier ist zum Beispiel RL4-3-2. Das Teil hier zum Beispiel ist nur R1 und das RL5. Ja. So, und wenn wir das haben... Nehmen wir uns die Karosserie vor und fügen dieses Bauteil einfach passenderweise jetzt hier hinten an. So, ich muss nur die richtige Stelle finden, wo es einrastet. So, hier bei mir habe ich schon. Jetzt aber. Genau, und dann schrauben wir das jetzt nur noch mit 1, 2, 3, 4 DM-Schrauben einmal am Rahmen fest.
So, Lieben, ich habe jetzt die Bauphasen 79, nee, ach, welche haben wir denn jetzt? Doch, 79 und 80, genau, noch wiederholt. Und zwar geht es da eigentlich um genau die baugleichen Teile, die wir gerade eben schon verbaut haben, nur halt für die rechte Seite. Die habe ich dann jetzt hier schon eingesetzt und dann können wir in aller Ruhe jetzt hier zur letzten Tüte, nämlich 81, gehen. So, ich tue erstmal hier die leeren Schraubtüten weg. So, und da kommt tatsächlich das hintere Blech. Oder beziehungsweise die Abdeckung, wo die später die ganzen Details drauf kommen. So, und zwar haben wir ja, ein Element, was aussieht wie so ein Heizstab hier, zwei Gitter und einmal Blöcke. Und als erstes bauen wir das Heizstab-Element einmal hier in das Gitter ein. Und zwar kommt das hier bloß in die Löcher eingesteckt. So, dann müsst ihr schauen, es gibt einen dicken und einen dünnen Stift, also es passt nur in eine Richtung drauf. So, dann einmal hier das Gegenstück dazu. Jetzt muss doch andersrum drauf. Sonst passen nämlich die Löcher nicht. Aber der passt dann auch nicht. Ach so, jetzt. Genau, also wir lassen alles so, wie wir es gerade hatten. So, und das Gitter muss genau andersrum drauf, nicht so, wie ich es gerade hatte. Und dann passt das Ganze nämlich auch. So. Und das wird als erstes jetzt hier seitlich eingesteckt. Und dann schrauben wir noch die zwei Blöcke noch fest. Die werden jetzt einmal hier drüben auf der anderen Seite eingesetzt. Und damit sind wir auch schon wieder durch für die heutige Videofolge. Genau, wir haben jetzt hier im letzten Schritt gerade das hintere Abdeckblech angefangen zu montieren, wo dann hier später auch der Mr. Fusion und die ganzen Kabellagen, die man später sichtbar hat, dann ihren Platz finden werden. Und wir haben ganz wichtig noch zu erwähnen, den, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass das hier nicht runterknallt, so, den rechten und linken hinteren Kotflügel der Karosserie angebracht. So, und in dem Sinne geht es dann mit dem nächsten Video dann weiter hier im hinteren Bereich. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder reinschaltet. Macht's bis dann gut, viel Spaß beim Nachbauen und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.